muss ich auch nochmal erinnern. Das ist jetzt momentan noch nicht so ganz kritisch, weil die Zeitverzögerung nicht so wichtig ist in dem Punkt jetzt momentan. Aber später, wenn es auf jede Sekunde drauf ankommt, ist sowas schon ärgerlich. So, jetzt der höchste Punkt, sag ich mal, in dieser ganzen Bauhistorie sind halt die Produktivmodule 3. Und die werde ich wohl jetzt nicht mehr ganz diese Session schaffen, aber die nächsten, dass die ja auch wieder vermehrt gebaut werden. Dass da nicht so Ewigkeiten zu warten ist. Und deswegen steige ich hier aus. Hier lasse ich ja schon die roten produzieren. Da fehlen die grünen Schaltkreise. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die grünen werden hier produziert. Avorion! Müssen wir das hier auch noch ein bisschen höher ziehen. Hier ein paar Speedmodule rein und dann müsste das eigentlich schon ganz gut laufen. So. Einerseits hier die Produktion noch beschleunigt, hier drüben sind schon Speedmodule drin, da fehlen aber die Kupferkabel. Kupferkabel sind hier. Frage, wie wirkt sich das aus, wenn ich hier noch Speedmodule reinhaue? Wird wahrscheinlich nicht so viel, weil die hier schon am Anschlag sind. Deshalb gucke ich mal, kann ich das noch einmal daneben basteln? Ja, könnte ich, wenn hier nicht dieses Rohr im Nägel wäre. Deswegen kappe ich das gerade mal. Ich muss es dann unbedingt wieder ranbauen. Weil das, glaube ich, für die Urananreicherung relativ wichtig ist, dieses eine Teil da. So, deswegen einmal hier, machen wir das nicht hier, das weg und hier nochmal. So. Und ziehen hier einfach ein zweites Kälbchen hin. Wiesband meine ich, so. Gucken wir mal, wie das läuft. Ist alles nicht die beste Variante. Ich versuche halt hier wirklich mehr oder weniger das Maximum rauszuholen aus dem, was mir hier zur Verfügung steht. Weil hier drüben lasse ich ja wirklich die grünen produzieren, da sind es halt die Kupferkabel, die fehlen. Deswegen muss ich hier nochmal gucken, dass ich hier die Kupferkabel beschleunige. Mit den Fließbändern hier komme ich auch nicht mehr so wirklich weiter. Ich müsste das wie bei den Eisenplatten hier machen. Eine Ausgabe machen. Wenn ich dort die roten und grünen habe, kann ich die 1 eigentlich voll automatisiert machen. Bedeutet, da fehlt noch ein Strommast, jawohl, da auch, so.
Hier ist eigentlich genug Kupferplatten theoretisch fast noch da. Wir haben bloß nicht schnell genug hier geliefert. Das ist das Problem. Machen wir jetzt einfach mal 500 hier und gucken mal, was passiert. 500 werden sogar angeliefert. Frage, woher? Hier noch irgendwo. Okay. Gut. Heißt, ich darf hier wirklich erstmal das Ganze ein bisschen umstellen. Hier an der Stelle wahrscheinlich am besten. Einmal da, einmal da. Und passive Anbieterkisten, die ruhig volllaufen können. Stört mich in dem Punkt überhaupt nicht. So, einmal hier. Und auch hier wieder. Zack. Das so hin. Wir reißen hier mal diese ganzen Gerippen hier weg. Brauchen wir dann eh nicht mehr. So, und das Ganze jetzt auch noch einmal kopiert. Hier unten hin. Und da müsste das eigentlich soweit passen, bis auf dass hier der Strom noch fehlt. Dahin, dahin. Dahin, 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 dahin. Sieht man so eine Wupp. Wir gucken jetzt, ob dieser eine 500er hier reicht, die noch Speedmodule drin haben, aber scheinbar sieht es fast so aus, als würde es passen. Gespannt, wann ich hier jetzt die nächsten Speed-Module bekomme. Und dann können wir das hier teilunabhängig von diesem Kupferzeugs hier rausbringen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Kupferschmelze. Die läuft. Da sehe ich jetzt keine Schwierigkeit. Da wird schon der erste wieder angeliefert. Ich würde schon gerne. Ah, eine bräuchte ich, um das hier komplett einmal zu haben. Verflixt. Sieht auch, es staut sich hier. Es ist auch nervig. Roboterhangar dahingestellt. Das tut schon gut.
damit das hier auch ein bisschen beschleunigt gebaut wird und alles. Habe ich kurz mal meine Maus nicht gesehen. Man sieht, was hier reingefressen wird einfach von dem Zeugs. So, bedeutet, wir können eigentlich dieses ganze Gerippel hier für die Einzelteile komplett abreißen. Und das hier daneben nochmal aufbauen lassen. Muss ich ja auch wieder mal über die Minimap gucken wegen Stromnetz. Die sind hier drüben angeschlossen, nur dieser eine Roboterhangar müsste ich darüber noch anschließen. Das, wenn ich hier das abreiße, ich komplett im Dunkeln sitze. So. Das noch weg. Genauso wie hier diese Teile noch weg können. So. Die werden aufgeräumt. Braucht man dann auch nicht mehr so viel. Die Einser, die baue ich jetzt hier unten auf. Noch mehr Speedmodule eigentlich rein. Was brauchen wir hier? Grüne und rote. So. Einmal ein Strommästchen ran. So. Hier, dieser Rückbau ist immer so ein bisschen Friemelei. So, zack. Kiste, da ruhig von den Einern 50, genau. So, dann kommt das alles zusammen. Hier drüben können wir das auch weglöschen. Also wie hier. Top. Und das Ganze hier nochmal copy-pasten. Mit so einer einzelnen Truhe, weil hier glaube ich. Es ist nicht ganz so kritisch. Mehr ist natürlich immer schön, streite ich gar nicht ab. Aber hier muss halt nur ein bisschen was ran.
schön. Das Speed-Modul mit zwei Stück. Sehr schön. Reicht mir vollkommen aus. So. Den roten. Und ja, eigentlich auch noch die Speed-Module noch rein. Irgendwie auch mal ein bisschen zügiger. Ein daneben. Zack. So, das soll jetzt eigentlich der Punkt sein, der dann hoffentlich ausreicht, die 1er zumindest in eine ordentliche Geschwindigkeit herzustellen. Dass dann dementsprechend hier oben auch die 2er laufen. Kupfer wird jetzt hier verbraten, das stimmt auch, das ist alles im Rahmen. Fahren die Züge hier. Ja, tun sie auch. Die Teile sind auch schon aufgebaut, fehlen halt bloß die Speed-Module. Einladung ist auch durch. Also, ist schon nicht schlecht geworden hier jetzt gerade. Der haut hier wirklich durch. Ich muss hier vielleicht auch noch Speed-Module reinhauen, weil er hier schon nicht mehr wirklich gestaut ist, sag ich mal. Gut, dann machen wir hier oben noch die Eisenplatten als Wunsch rein. So. Einfach jetzt mal umgestellt hier. Eisenplatten, da haben wir sie. Dann mache ich ja auch nicht 500. Was soll der Geiz, ne? So. Und schon wird das hier gemacht und getan. Der ist fertig. Hier fehlen nur noch die Speed-Module drin. Eigentlich auch nach und nach fabriziert werden müssten. Zweier nicht, weil die Einser, die Einser nicht, weil die Roten nicht. Bedeutet, es liegt halt gerade alles ein bisschen an den Roten. Logistiker brauche ich nicht, deswegen haue ich die immer raus. Und mit den Drohnenabdeckungen hier ist jetzt eine Lücke entstanden. Muss man auch immer gucken.